So, ich bin jetzt seit 3 Kämpfen bei Octagon ungeschlagen. Es wird Zeit für den Titel. Ich nehme euch eine Woche mit in meine Trainingsvorbereitung und meinen Trainingsalltag. Am Ende der Woche ist das Highlight die Veranstaltung in Oberhausen von Octagon, wo meine Titelgegnerin ermittelt wird und es direkt einen Stare-Down gibt. Und auf dem Weg sehen wir bestimmt noch 1, 2 bekannte Gesichter. Auf geht's! Hey! Meine Mann. Octagon übernimmt dann. Also super geile Veranstaltung. I keep whatever I say. CJ. Das letzte Mal haben wir dich im April in Action gesehen. Was ist seitdem passiert bei dir? Ich habe weiter trainiert, ich habe eine Woche mich ein bisschen erholt, habe ein bisschen technisch an ein paar Sachen gefeilt. Ja, und bleib im Training so lange, bis dann die richtige Vorbereitung startet, wo ich dann nochmal wieder richtig Gas gebe. Los geht's! Ja, aber der macht keine Scheiß... Die Übung liegt dir, hä? Ja, die sieht schwer aus, was sie ist. Einfach rennen. Okay, Leute, klassisch ringen bis zum Top-Position. Und bereit machen? Fazit, erste Runde? Anstrengend. Danke, dass ihr da wart. Bis zusammen. Das war jetzt die erste Einheit Ring. Wie weit würdest du sagen, bist du von der Verfassung entfernt, 5x5 Minuten pushen zu können? Also ich habe generell, würde ich sagen, eine ganz gute Koordination auch, aber Kondition. Aktuell, ich könnte 5x5 Minuten pushen, ich bin aber sicher, dass ich in den nächsten Wochen noch viel mehr rausholen kann. Woran willst du am meisten arbeiten in den nächsten Wochen? Tendenziell erstmal an allem. Also es wird sich am Samstag rausstellen, gegen wen ich kämpfen werde. Und dementsprechend werde ich dann auch nochmal meine Schwerpunkte legen. Ich werde alle Disziplinen oder alles wieder zusammengekettet, die Übergänge. Ich werde alles trainieren und schauen, dass ich auf jeder Ebene und in jeder Situation komplett vorbereitet sein werde, falls variieren kann und zerstören kann. Hast du eine präferierte Gegnerin? Nein. Ich kämpfe gegen beide. Ich kämpfe von mir aus gegen beide an einem Tag. Ist mir völlig egal, wer. Nach einem harten Training trinke ich sehr gerne Isoclear. Eiweiß ist eben sehr wichtig für den Muskelerhalt, den Muskelaufbau und die Regeneration. Und schmeckt dazu noch super lecker. Mein Lieblingsgeschmack ist Green Apple. Kann ich nur empfehlen. Mit dem Rabattcode SPIRIT bekommt ihr maximalen Rabatt auf eure Bestellung bei ISN. Das war's heute vom Ringen. Wir sehen uns das nächste Mal am Donnerstag wieder und zwar entweder zum Jujutsu, Ringen oder Pratzentraining. Aber vorher schauen wir uns noch einmal die Vorbereitung von Christian an. Er musste seinen Kampf am Samstag leider absagen. Was ist das?
dich nicht bewegen, Alter. Ich schwör dir. Was ist passiert? Erstens mal die alte Verletzung irgendwie. Kommt sie immer geschlichen wieder. Jetzt einmal seit Samstag Sparring, also wir haben heute Mittwoch, seit Samstag. Ja, ist wieder Wasser im Knie und jetzt fängt die andere Seite auch noch an mit Patellasehne. Der Körper holt sich dann zurück. Ne? Macht es dich nervös, dass es jetzt langsam in Richtung Wettkampf geht? Ja, klar. Ich meine, wir haben jetzt noch drei Wochen Training. Die letzte Woche kann man ja nicht zählen. Ist schon eigentlich total beschissen. Ja. Aber wir gucken jetzt erstmal. Jetzt erstmal abwarten. Manchmal muss man auch vielleicht ein, zwei Tage Pause machen. Abwarten. Was geht, Koga? Was geht bei dir? Ich filme jetzt Kati, was machst du? Ich trainiere gleich mit Kati. Das wirst du dann filmen. Dann filme ich euch beide. Was trainiert ihr heute genau? Wir werden an Kombinationen arbeiten, Pratzentraining, das ist so der Plan. Du trainierst schon relativ lange mit Kati. Wie würdest du sagen, hat sich Kati seit ihrem Anfang im Sport bis jetzt entwickelt? Ich glaube, Kati ist der lebende Beweis dafür, dass das der Preis für viel, viel Fleiß ist. Kati ist immer im Gym, sie ist immer in den Einheiten, sie arbeitet ultra hart an sich und dank der vielen Arbeit sich gut entwickelt. Soweit ich weiß, gab es in Deutschland noch keinen weiblichen MMA-Champion. Was glaubst du, würde das für deutsches MMA bedeuten? Ich glaube, zuallererst muss ich sagen, dass ich an Kati sehr, sehr stark glaube, dass sie Championess, unsere wirklich erste Championess werden kann. Es wäre ein absoluter Meilenstein für Deutschland, fürs deutsche MMA, weil auf dem Level gab es noch keine Championess. Ärger sieht man natürlich ein bisschen. Yeah! Na, die ist richtig süß. Kaffee vorm Training muss immer sein, hä? Einmal wach werden, dann läuft das Training auch. Du machst den Sport ja noch gar nicht so lange, aber bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Was würdest du sagen, ist der Schlüssel zu deinem Erfolg? Ich würde sagen, ich habe halt also MMA nicht so lange gemacht, aber halt eine sehr lange Judo-Basis. Ich habe 17 Jahre lang Judo gemacht und ich habe halt auch schon mit 5 Jahren angefangen und habe seitdem eigentlich regelmäßig Sport gemacht. Und ich bin halt auch sehr fleißig, was das Training angeht. Ich trainiere sehr gerne viel und hart. Fleiß, Kontinuität und der Rest kommt von allein. Genau, von klein auf. So ist es. Wie wichtig ist der richtige Pratzenhalter? Extrem wichtig. Nur wenn jemand gut halten kann und das Gefühl dafür hat, kann man richtig trainieren. Jawohl, genau das. Bam, 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 hey! Du hast wahrscheinlich schon sehr, sehr vielen Leuten Pratzen gehalten, auch Frauen. Wie würdest du die Power von Kati einschätzen? Stark. Für ihre Gewichtsklasse, die hat richtig Dampf in den Händen. Ich meine, in all ihren Kämpfen schickt sie ihre Gegnerinnen auch runter. Es hat einen Grund, sie hat einfach richtig Dampf in den Pfoten. Man hört das Ganze auf jeden Fall. Das ist schon hart. Ich spüre das Ganze auch auf jeden Fall. Step rein. Hey, das ist das. Hey! 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 Danke dir. Guck mal. Immer. Bist du zufrieden mit dem Workout? Ja, also konditionell ist das nicht das Ende der Pan-Stange. Aber es ist eine Basis, die okay ist, wo man drauf aufbauen kann. Workout ist vorbei. Was ist dein Fazit? Stark. Mit Kati wird immer gepusht, egal was man mit ihr trainiert. Was steht jetzt noch auf dem Programm? Jetzt machen wir noch ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Bankdrücken und dann war's das für heute. Also eigentlich sind meine Lieblingskraftübungen Kniebeugen. Echt?
Ja, das ist das Einzige, wo ich mit den Jungs ein bisschen ansatzweise mithalten kann. Bei okay. Bei Brust und Bizeps bin ich raus. Na, wir gucken uns das jetzt mal an. Wie kam es eigentlich zu dem Spitznamen Tigress? Ich bin ein Fan von dem Film Kung Fu Panda und da gibt es den Charakter Tigress. Und es ist halt eben die, die am härtesten arbeitet mit Tatzen aus Stahl, die keine Schmerzen empfinden. Und damit kann ich mich identifizieren. Meines Wissens nach gibt es keine deutsche Championess in einer internationalen Organisation. Und mich würde interessieren, was bedeutet es dir, den Titel tragen zu können? Also für mich ist es eine große Ehre, dass Octagon überhaupt den ersten Frauentitel veranstaltet und ich Teil davon sein darf. Es wäre natürlich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich wirklich die erste Championess überhaupt bei Octagon werden könnte. So, das war's mit meinem Donnerstagstraining. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Weg nach Oberhausen beim Octagon-Event. Wie hat es funktioniert? Ja, ich habe mich gleich mal hier auf dem Screen gesehen, jetzt bin ich wieder weg. Also groß, viele Leute, beziehungsweise es wird noch viel voller wahrscheinlich. Ja, wie immer, professionell und geil. Es läuft jetzt gerade der erste Kampf. Die Arena ist sehr, sehr geil, geile Beleuchtung. Und ihr seht ja, ich bin komplett infiziert. Ich habe selber mal in dieser Arena hier gekämpft und ich freue mich einfach auf einen geilen Abend. Hey. Na? Hey, du Schweinemann. Was geht dir durch den Kopf, wenn du hier die Halle siehst? Ich freue mich total, hier zu sein. Also hier geilen Blick auf den Cage und ja, gut, cooler Abend. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt hier MMA siehst? Kitzelst du auch nochmal, das Ganze auszuprobieren? Naja, ich bereue jeden Tag. Also da hat sich nichts geändert bei mir. Ja. Genau. Ich habe das aus einem Grund gemacht, weil ich, wie gesagt, lange Pause hatte im Kampf und ich wieder aktiv bleiben will. Und auch da, wo mir einen sehr guten Vertrag auf den Tisch gelegt hat, konnte ich nicht ablehnen. Und es ist geil, du siehst ja die Atmosphäre hier, das ist genau mein Ding hier. Octagon übernimmt einfach, weißt du, ganz einfach. So now, you're going to fight for the title against Germany's own Katharina Dalista. Meine Damen und Herren, großer Applaus für Katharina! Es ist jetzt eingesetzt für den September in Oberhausen. Und dort sind sich diese beiden Damen um den Titel der Damen im Schutz. Da ein kleines Geschenk für deine Gegnerin. Was hat es damit auf sich? Und dann das Ganze nach dem Kampf im September gegen mich. Oh, okay. Also, liebe Kampfsportfreunde, es ist angerichtet. Jetzt geht's ja aus gegen Katharina Dalista. Ja, eigentlich bin ich gerade relativ entspannt. Es war ein sehr kurzer Kampf von ihr. Sie hat halt Glück gehabt, sie hat den Rücken bekommen. Halt viel stärker. Das wird ein cooler, fairer Kampf. Das wird gut. Seit deinem letzten Kampf ist viel passiert. Du bist verlobt, du warst beim Arctic Warrior, du hast dir eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wann geht's bei dir weiter zügig zum Thema Kämpfen? Ja, alles ist verheilt, ich bin wie neu geboren und ich freue mich natürlich. Es kitzelt mich natürlich in den Fingern, wenn ich den Cage sehe und wenn ich diese Atmosphäre spüre. Und hoffentlich geht's bald weiter.
Hi, Katharina! Wie geht's dir? Alles gut? Bist du mal draufgehauen? Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich mit die stärkste Frau in Deutschland. Das ist ein guter Wert. Maskottchen hat gerade 16.000 gemacht. Also ich glaube, mit MMA-Handschuhen haut sie ein bisschen härter. Und dann wollen wir deinen nächsten Kampf umgehen. Christian, du hättest ja eigentlich heute kämpfen sollen. Wie ist die Gefühlslage? Wie ist die Gefühlslage? Wenn man sieht, Blut deinem Set. Ist auch so. Bitte einen großen Applaus für Christian Eckerli! Wann sehen wir dich wieder hier bei Unterbau im Käfig? Aber wir haben noch zwei Veranstaltungen dieses Jahr, einmal Frankfurt, einmal Köln. Auf einer Veranstaltung werde ich auf jeden Fall kämpfen, mit oder ohne Knie, drauf die Schissi. Und wir machen jetzt auf jeden Fall. Ich habe in der Vergangenheit schon ein paar professionelle Boxkämpfe bestritten. Und habe ich unter anderem vor ein paar Wochen in der Vietname bei Max Kohler gesagt. Wie können wir denn MMA-Debüt haben? Der Max ist da hinten, der will mich die ganze Zeit trainieren. Bruder, ich bin ready, Bruder. Lass die Verletzung vorbeigehen, dann kämpfe ich auch im Käfig. Wie ist die Stimmung, wie ist das Event für dich? Event ist geisteskrank. Octagon Deutschland, richtig geil. Sehr angenehm alles. Ich habe an alles gedacht. Menschen sind gut drauf, die Security sind sehr gut. Also alles ist top, on top. Also super geile Veranstaltung. Ich bin sehr dankbar und sehr froh, auch hier zu sein. Nächster Mal Kabel, wieder Kabel! Danke, MSP. Hey. Mein zweites Zuhause. Kotscha, du hast ja Teile deiner Vorbereitung auch mit MSP absolviert. Genau. Erzähl uns von deinen Gedanken zum Kampf und die kommenden Ziele. Erstmal, ich möchte mich vom Headset bei Spirit, die ganze Frankfurter Jungs, bedanken, dass ich zu euch kommen darf. Das ist mir eine Ehre. Diesen Kampf habe ich auch Nils zu verdanken, die ganze Kämpfe. Und ich bin einfach froh, dass ich mein Name, unsere Gym, unsere Stadt und vielleicht MMA Spirit noch hier gut präsentieren könnte. Wir haben dich aber eben in der Ecke von Roger gesehen, ja, in seinem Kampf. Roger ist ja kein fester Kämpfer von MMA Spirit, sondern hier unter anderem noch beim anderen Gym. Wie kommt diese Konstellation zustande? Also er ist ein sehr, sehr guter Freund des Gyms, 100%. Dadurch hat sich die Konstellation auch ergeben. Ich manage ihn. Ist der einzige Kämpfer, der nicht bei uns trainiert, der uns aber immer wieder besuchen kommt. Natürlich verbindet uns auch eine langjährige Freundschaft. Einmal mit ihm direkt und dann natürlich auch mit seinem Trainer gespannt, Pascal Kraus und Gregor Herb, der heute leider nicht da sein kann. Und da haben mich die Jungs gefragt, ob ich ein bisschen supporten kann. Klar, jederzeit. Das war's für heute. Ja, wir haben sehr coole Kämpfe gesehen, spannende Kämpfe und brutale Kämpfe. Und es steht meine Gegnerin für den 16.09. für den Titelkampf fest. Der Fahrplan ist klar, es geht in die Vorbereitung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder im MMA Spirit beim Ringercamp.